Und die anderen haben sich schon gegen ihn aufgelehnt. Hey, Sarah. Ich gewöhne mich zu sehr daran. Wie lange? Wochen. Aber keine Sorge, du hast nicht viel verpasst. Die Arche und die Schläfer, sind sie in der Sphäre? Die Hyperion fliegt nirgends mehr hin. Aber wir sind noch nicht mit ihr fertig. Sie ist Meridian. Ein neuer Hafen für die gesamte Menschheit. Wir haben es geschafft, Dad. Was ist mit deinem Implantat und mit Sam? Ich helfe dem Pathfinder wieder bei der Aktivierung von Relikten. Unsere Verbindung wurde in den Normalzustand zurückversetzt. Normal? Du brauchst ihn wieder? Ich nehme die Hilfe an. Mein Hirn hatte sich von innen nach außen gestülpt. Das ist ausgesprochen inakkurat. Es hat sich aber so angefühlt. Nicht wahr, Sarah? Die Anführer der Nexus warten, Pathfinder. Die Pflicht ruft. Lass sie lieber nicht warten. Es hört einfach nicht auf. Das ist nicht Ihre Entscheidung. Ebenso wenig wie Ihre. Und genau das ist doch der springende Punkt, oder? Pathfinder, Sie sind spät dran. Dann kommen wir am besten gleich zur Sache. Was gibt es so Wichtiges? Das Protokoll der Initiative. Dank Ihnen können wir es jetzt endlich, wie ursprünglich geplant, umsetzen. Die Außenposten werden zu Kolonien, weshalb der Cluster jemanden braucht, der für ihn spricht. Einen echten Rat. Und obwohl ich persönlich es für verfrüht halte, müssen wir einen Interimsbotschafter benennen, der sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmert. Oder genauer gesagt, Sie müssen jemanden benennen. Einen Interimsbotschafter? Wofür und für wen? Für die Nexus. Das endgültige Ziel war immer ein galaktischer Rat, aber Meridian hat die Dinge beschleunigt. Eine Arche ist gelandet. Die Gewölbe könnten die Außenposten autark machen. Und es steht uns nicht zu, für ein souveränes, angaranisches Volk zu sprechen. Ein Interimsbotschafter würde sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmern, bis Wahlen abgehalten werden und wir alle zurücktreten können. Sobald die Zeit dafür reif ist. Sollte diese Person nicht von den Leuten gewählt werden, die sie vertreten wird? Doch. Und genau aus diesem Grund brauchen wir Ihre Unterstützung. Wir können den Angara keine Wahl aufzwingen. Ebenso wenig wie Kedera oder Eladen. Das ist unmöglich. Aber Sie haben sich für alle eingesetzt. Wenn Sie also jemanden unterstützen, werden zwar vielleicht nicht alle mit ihm einverstanden sein, ihn aber zumindest akzeptieren. Jemand, der für ganz Helios spricht. Ich schlage Pathfinder Hager vor. Normalerweise würde ich für Sie plädieren, nur könnte dadurch der Eindruck entstehen, Sie hätten den Archon getötet, um sich selbst eine Machtposition zu sichern. Deshalb Hager. So würden diese Position und die Kontrolle über die zeitlichen Abläufe innerhalb der Nexus-Familie bleiben. Wir müssen die Angara an diesem Prozess teilhaben lassen. Sie haben ein Recht darauf. Außerdem würde die Moschai dazu beitragen, die Beziehungen zwischen uns zu festigen. Dank ihrer Aktion gegen die Rokar besteht bereits eine enge Partnerschaft zwischen uns. Ein Grund mehr, uns auf unsere eigenen Probleme zu konzentrieren. Pit für die Moschai. Wenn wir Helios als Zuhause betrachten wollen, müssen wir anerkennen, wessen Heimat es ist. Ich werde niemanden benennen. Wir werden die Moschai bitten, als Interimsbotschafterin zu fungieren. Es ist der Eröffnungstag von Meridian und wir geben so viel Macht ab. Genau darum geht es doch, Sie kolonialistischer Holzkopf. Geht es Sarah besser? Gut. Und was diese Entscheidung betrifft, die Politik und das Protokoll, das ist nicht das, worum es bei ihrem Sieg ging. Das Leben bietet so viel mehr als das hier. Okay, dann sprechen wir einfach nochmal mit dem Team. Wenn es euch noch interessiert. Ich weiß es nicht. Der Anstieg der Lebensfähigkeit macht den Weg für jede Menschheit.
Z zum Verfolgen. Z zum Verfolgen, ja, machen wir mal, ne? Die Systeme der Hyperion sind noch nicht vollständig integriert. Unser SAM-Kern wird erst bei einem späteren Besuch Meridians zugänglich sein. Okay. Bibi! Hi! Tanzen wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Oh, hallo. Selber hallo. Augen nach vorn und versuchen Sie nicht ohnmächtig zu werden. Ich will Sie. Ta! Klar! Ich will Sie mehr. Das müssen Sie mir beweisen. Und zwar bald. Bringen wir die Sache über die Bühne. Meridian sieht toll aus, aber... Naja, da war ich schon. Das habe ich schon gemacht. Hey, das hier ist ein gewaltiger Erfolg. Es ist wichtig, dass wir ihn genießen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin stolz auf uns. Helios verändert sich und wird es auch noch lange tun. Ich bin einfach nur kribbelig. Ich will nichts verpassen. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Kalinda hat uns Glückwünsche geschickt. Ich glaube, sie hatte auf eine Einladung gehofft, aber da hat sie sich geschnitten. Ich hoffe, Sie haben sie uns nicht wieder zur Feindin gemacht. Oh, sie sind immer so ernst. Genießen Sie den Moment. Wir sind hier, um zu feiern. Schon vergessen? Was soll ich nur mit Ihnen machen, Pibi? Ich schicke Ihnen eine Liste. Was den Moment betrifft, haben Sie recht. Die Galaxie läuft uns nicht weg. Also lassen Sie uns ein bisschen Spaß haben. Lexi, Bexi. Sie haben es also überstanden. Sieht ganz so aus. Dann habe ich meinen Job gemacht. Irgendwie. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Doch, eines wäre da noch. Dr. Lexi Teparo, ich danke Ihnen. Na, das haben Sie ja ganz toll hingekriegt. Gehen Sie schon. Ich habe einen Ruf zu wahren. Noch einer hier? Sophie! Meridian, hä? Huh? Ich sehe es jeden Tag und bin trotzdem immer wieder überwältigt. So langsam sind wir wirklich hier angekommen. Es ist wundervoll. Ach ja, habe ich Ihnen das eigentlich schon erzählt? Das Team arbeitet mit den Angara am Aufbau einer gemeinsamen Forschungseinrichtung. Das klingt aufregend. Ja, nicht wahr? Ich kann es kaum noch erwarten. Wir helfen Ihnen und Sie helfen uns. Können Sie sich vorstellen, was wir dadurch alles erreichen könnten? Allein bei dem Gedanken daran könnte ich schon vor Freude weinen. Eine gemeinsame Forschungseinrichtung? Eine enge Zusammenarbeit mit den Angara? Sie planen eine Party, oder? Aber selbstverständlich. Nichts schweißt ein Team enger zusammen, als guten Whisky zu trinken und gemeinsam zu lachen. Und wehe, Sie lassen sich nicht blicken, Ryder. Ohne Sie wären wir nämlich überhaupt nicht hier. Das würde ich mir um nichts in der Welt entgehen lassen. Na oh, gut, Whisky könnte ich jetzt auch, ne? So, was hier, wer hier noch? Ryder, Pathfinder, danke für die Einladung zur Party. Ich hatte nichts mit der Organisation zu tun. Nicht das hier. Ich meine den Landungstag. Er war es wert, in eine neue Galaxie zu kommen. Okay, du oller Holzkopf, oder wie du heißt. Hey, Ryder. Das hier soll doch eine Feier sein, richtig? Gewöhnen Sie sich langsam an das alles? An Meridian? Dass der Traum Realität wird? Wir sind noch längst nicht fertig. Jetzt entspannen Sie sich mal ein bisschen. Genießen Sie den Sieg. Und damit Sie es wissen, die Tempest ist fertig und einsatzbereit. Wenn Sie diese Imbissbude verlassen wollen, müssen Sie es nur sagen. Callow ist hier irgendwo und betrinkt sich. Wenn wir leise sind, merkt er nicht mal, dass wir weg sind. Und wer fliegt dann? Sie? Warum nicht? Ich lerne schnell, das kann ja nicht so schwer sein. Ist es aber. Wie wär's mit dem Nomad? Nur einmal rund um den Planeten. Nein. Ach, dann werde ich wohl hier unten Spaß haben müssen. Nein. Ich Nein. Hey. Schön, dass Sie hier sind. Ja. Hater. Der Nulpe. Ja, Track. Pathfinder, Sir. Plötzlich so förmlich, was ist los? Ha,
Wir brauchen jetzt einfach ein gewisses Niveau. Dieser Ort ist unglaublich. Wir können jetzt endlich tun, weshalb wir eigentlich hier sind. Diese Galaxie erkunden. Apropos, ich habe die Späher losgeschickt. Sie hätten mich fast im Berichten erstickt, bis ich sie an Tan verwiesen habe. Jetzt schicken Sie sie ihm. Das wird ihn freuen. Er wollte den Job, dann kriegt er auch die Berichte. Es ist noch nicht vorbei, wissen Sie. Es wird weitere Cat geben und anderes. Egal, was auch kommt. Wir sind dafür bereit. Der Pathfinder und sein Team gegen die ganze Galaxie, hm? Sie tut mir jetzt schon leid. Petra. Tan hat gesagt, ich darf bleiben und dabei helfen die... Hey, Ryder. Gibt's irgendwelchen Klatsch? Ryder rettet den Tag. Pathfinder des Jahrhunderts. Sie wissen schon, das Übliche. Immer noch? Gewöhnen Sie sich dran. Man wird nach Ihrem Tod alles Mögliche nach Ihnen benennen. Wahrscheinlich schon davor. Wir brechen also bald wieder auf. Ah, sie ist erwachsen und verlässt ihr Zuhause. Sie braucht mich nicht mehr. So weit kommt's noch. Wer kümmert sich hier um alles, solange ich weg bin? Sie stecken unter einer Decke. Mir kommen die Tränen. Ist klar, dass das Ihre Schuld ist. Sie haben uns geholfen. Helios hat sich wirklich zu dem entwickelt, was ich wollte. In vielerlei Hinsicht. Und jetzt machen wir mit Meridian diesen Ort zu unserem. Ich kann's kaum erwarten. Ich bin da, wenn Sie bereit sind. Hey, Ryder. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Es gibt wichtige Neuigkeiten. Die gibt es immer. Ja, wir machen jeden Tag neue Entdeckungen. Aber das hier ist etwas, worauf wir gewartet haben. Hören Sie sich das an. Was genau sollte ich hören? Oh, tut mir leid. Sam, wende einen Filter auf das Display an. Initiative Protokoll Alpha Alpha. Protokoll was? Verarbeitung läuft. Wiederhole. Hier spricht die Arche Kilasia. Die Situation ist nicht unter Kontrolle. Halten Sie sich bis auf weiteres fern. Wiederhole. Ist das? Die Quarianische Arche. Mit den Elkor, Drell, Volus und den Hanar, schätze ich. Es ist nicht ganz einfach, einen Hanar in Stase zu versetzen. Der Punkt ist, sie sind noch da draußen. Die Kilasia wurde nicht zerstört. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wir müssen sofort alle darüber informieren. Es sind gute Neuigkeiten, aber das Signal wurde zu oft reflektiert, um es zurückverfolgen. Das ist kein Notruf, sondern eine Warnung. Wir sollen uns fernhalten von wo auch immer sie sind. Ja, was da auch vor sich geht. Sie wollen noch nicht gefunden werden. Wir müssen auf Ihren Pathfinder vertrauen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Okay. Liam. Pathfinder, ich habe Ihnen einen Platz freigehalten. In Ihrem Planeten. Was irgendwie total schräg ist. Wurde auch Zeit, dass Meridian eine anständige Eröffnungsfeier bekommt. Das haben wir... Ich habe gehört, Sarah ist aufgewacht. Wie geht's ihr? Sie wird schon bald wieder im Dienst sein. Zu bald, wenn wir die Entscheidung ihr überlassen. Sie wollen mir doch nicht erzählen, Sie hatten Schwierigkeiten, einer Ryder zu erklären, wo ihre Grenzen sind. Hey, wissen Sie, mit wem ich eben geredet habe? Einem Zweite-Welle-Techniker, der frisch aus der Stase gekommen ist. Er hatte gerade seinen ersten Sonnenaufgang in Andromeda gesehen und konnte einfach nicht aufhören zu weinen. Und das ging nur ihm so? Naja, es könnte sein, dass da eine Art Virus grassiert. Und vielleicht sind Sie ja der Überträger. Für viele sind wir immer noch Fremde. Aber trotzdem ist das hier beinahe wie ein Zuhause. Sie hatten seit dem Kampf keine 5 Minuten für sich allein. Hatten Sie überhaupt schon die Möglichkeit, sich das alles bewusst zu machen? Manchmal sehe ich einfach aus dem Fenster und denke mir, wir haben es geschafft. Es ist kaum zu glauben. Ich weiß, was Sie meinen. Einfach nur... festen Boden unter den Füßen und das Wissen, er gehört uns. Ich kann's kaum erwarten, dass noch mehr Leute geweckt werden. Genießen Sie den Augenblick, Pathfinder Ryder. Morgen geht unsere Arbeit weiter. Na, mit Moscha. Pathfinder, wie
gehört habe, werde ich bald außerordentlich beschäftigt sein. Was angesichts Ihres Gesundheitszustands äußerst unklug ist. Wir alle haben unseren Beitrag geleistet, Aphra. Es war an der Zeit. Und als diese Botschafterin werde ich es auch weiterhin tun. Ich konnte den Angara nicht einfach jemanden aufzwingen, der für sie spricht. Auch wenn es nur vorübergehend gewesen wäre. Wir haben schon immer für uns selbst gesprochen. Ihre Wahl bedeutet nur, dass sich ihre Anführer entschieden haben, uns zuzuhören. Sie sollten allerdings nicht davon ausgehen, dass mein Name allgemeine Zustimmung bedeutet. Sie wissen, wie vielfältig unsere Ansichten sein können. Ich kann nicht für alle sprechen. Aber ich trage gerne dazu bei, ein System zu erschaffen, das genau das tut. Ensala Venturi, Pathfinder. Es gibt noch viel zu lernen. Ciao. Es ist überwältigend. Ich weiß nicht... Feiert man so bei Ihnen eine Party? Ziemlich lahm. Aber sagen Sie dem Gastgeber nicht, dass ich das gesagt habe. Aber Meridian ist schon großartig. Sie haben das Unvorstellbare vollbracht. Ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein. Nein, ich bin dankbar. Ich hätte mir kein besseres Team wünschen können. Wir haben das gemeinsam zu Wege gebracht. Und genau das, was es ist, was daraus werden kann, kann ich mir nicht mal vorstellen. Allein die Vorstellung, dass Angara und Initiative bei unserem ersten Treffen noch Mühe hatten, einander zu vertrauen. Unsere Ankunft auf Aya war übertrieben. Sie wissen schon, ohne Einladung und in Flammen stehend. Stimmt. Aber dann ist alles ganz gut gelaufen. Ja. Leider. Die Angara werden nie vergessen, wie sie die Moschei gerettet haben. Aber wichtiger noch, wir werden nie vergessen, wie sie an unserer Seite die Cat bekämpft haben. Wie wir gemeinsam den Archon vernichtet haben. Meridian ist ein Neuanfang für ihr Volk und das meine. Gemeinsam. Neuanfänge. Darum bin ich nach Helios gekommen. Und ich habe davon geträumt. Ja. Neuanfänge. Dann sollten wir aber auch anfangen. Danke, Pathfinder. Sie sind der Grund, warum wir hier sind. Cora! Hey, Ryder. Wie geht's, Sarah? Viel besser. Hier könnte es bald zwei Ryder geben. Stellt ihr das mal vor. Die Hyperion bildet Wissenschaftsteams. Wir müssen studieren, was wir haben. Ich habe bei der Organisation geholfen. Das ist ihr Job. Meridian merkt gar nicht, wie ihm geschieht. Und wir sollten nachdenken, wie es weitergeht. Es ist eine neue Wiege der Menschheit. Das ist... eine große Sache, größer als ich gedacht hatte. Vielleicht waren diese Teams eine kluge Idee. Kleine Schritte, um alles zu begreifen. Bis wir auf dem Berggipfel stehen. Und den nächsten Horizont erblicken. Ich kann's nicht leugnen. Ich will mehr. So viel Macht in unseren Händen. Ob das funktionieren wird? Kleine Schritte, wie Sie sagten. Es besteht keine Eile, alles zu ergründen. Das stimmt. Zumindest Zeit gibt Meridian uns. Was auch geschieht, sie haben allen ein großes Geschenk gemacht. Gute Arbeit, Pathfinder. So, wer fehlt noch? Kello. Der sich irgendwo betrinkt. Ryder. Alles in Ordnung? Wir haben uns bei vielem, was diese Reise. Haltet euch gerade, Leute. Das ist unser Ehrengast. Denkst du etwa, das wissen wir nicht? Hunter, das hier ist unsere Eröffnung. Lass sie uns zumindest ein klein wenig feierlich gestalten. Wenn ich jetzt auch mal wieder etwas sagen darf. Hallo Pathfinder, ich bin Ayora Pillay, Chief of Operations. Dala Varsiperion, zweite Welle Stationierungsoffizierin. Hunter Carey, Rekonstruktion. Dala Varsiperion. Sie sind Stationierungsoffizierin? Richtig.
Je weiter unsere Erschließung dieses Clusters voranschreitet, desto wichtiger wird es, neu geweckten Kolonisten passend. Meine Aufgabe ist es, Kompatibilität und durch... Mhm. Wann änderst du deinen Namen in Vas Meridian? Ich behalte Vas Hyperion, um das Schiff zu ehren, das uns hierher gebracht hat. So wie es meine Großeltern gewollt hätten. Ich meine ja nur, wir werden nämlich hierbleiben. Nehmen Sie es Hunter nicht übel. Er ist einfach ein Arsch. Hunter Carey, könnten Sie mir Na klar. Mein Job ist es, dieses einst so stolze Schiff in die zukünftige, ebenso stolze Hauptstadt der Menschen zu verwandeln. Ein wenig komplizierter ist es schon. Es ist ein bautechnischer und organisatorischer Alp. Kommen Sie in einem Jahr wieder, dann ist das hier ein galaktisches Zentrum. Sie werden nicht mehr wissen, wo die Hyperion endet und Meridian beginnt. Na ja, gut, war schön. Klingt, als wäre Meridian. Ich kenne zwar nur die Berichte darüber, wie Sie das alles möglich gemacht haben, aber ich versichere Ihnen, wir werden diese Chance nicht vergeuden. Ja, danke, Pathfinder. Von mir auch. So, Kello. Kello, da ist er doch. Ryder, genießen Sie die Früchte Ihrer Arbeit? Sie haben es verdient. Danke, Kello. Die Tempest wird gerade überholt und das war auch nötig. Ich stand dabei offensichtlich im Weg. Aber den großen Tag lasse ich mir nicht entgehen. Meridian sieht aus dem Cockpit völlig anders aus. Ich glaube, ich verstehe jetzt besser, warum Sie tun, was Sie tun. Durch das Finden von Meridian hat sich mir offenbart, was es heißt, ein Pathfinder zu sein. Ich nehme an, dass viele hier jetzt auch über ihr eigenes Potenzial nachdenken. Ich gebe nicht vor, alles zu verstehen. Aber Meridian muss viele Türen geöffnet haben und nicht alle davon sind sicher. Sie sollen wissen, dass es für mich ein Privileg sein wird, Sie dorthin zu fliegen. Ich brauche dafür einen guten Piloten. Oder einen großartigen Piloten. Steht er da? Wie wäre es mit einem Piloten, der fest entschlossen ist, seinen Freunden zu helfen? Die Tempest wird wie neu sein, wenn Sie bereit zum Aufbruch sind. Sagen Sie einfach Bescheid, Pathfinder. Okay. So. Und jetzt können wir wieder auf die Tempest, wa? Wie wäre es, wenn wir wieder da rausgehen? Okay. Warum ist es da hinten? Würde ich halt abgehen. Ah, da sind sie doch. Ja, ich will auf die Tempest. Ja, Sie wollen schon gehen? Ich denke ständig daran, was ich noch tun könnte, was da draußen noch alles wartet. Das geht mir genauso. Es ist eine seltsame Getriebenheit, die ganze Galaxien verändert. Diese Rolle ist neu für mich und bei der Ausbildung wurde uns nicht beigebracht, wie wir unsere Kollegen würdigen können. Es gibt dafür kein Protokoll. Ihr Vater hat diese Position ins Leben gerufen, doch Sie haben sie definiert. Das hier ist großartig, aber es ist seltsam, auf einem Schiff zu sein, das sich nicht bewegt. Wir sind Entdecker und da draußen gibt es noch mehr zu erleben. Suchen wir danach. Das war
Mass Effect Andromeda. Und ich habe noch gewaltige Lebenspunkte dazu, Dings dazu gekriegt. Aber gut. Ja, beeindruckendes Spiel, finde ich. Ich werde es vielleicht noch ein klein bisschen weiter spielen, von, also so kleine Nebenaufgaben machen, was ich jetzt halt noch erledigen kann. Der Endkampf ist vorbei. Wie gesagt, Endkampf hätte ich mir erwartet, dass ich dem selber eine Kugel in den Kopf jage. Es wäre noch eine bessere Genugtuung gewesen, finde ich, für so ein Ende. Aber ansonsten ganz gut in Szene gesetzt. Hätte man wahrscheinlich noch einen Tick draus mehr machen können. Und abschließend wollte ich eigentlich noch sagen, das Spiel hätte wahrscheinlich einen größeren Hype gekriegt, wenn die nicht mit so heftigen Anfangsanforderungen zu kämpfen gehabt hätten. Was jetzt erst nach, keine Ahnung, Patch, 4, 5, 6, keine Ahnung, wie viel rausgekommen sind, erst richtig geklappt hat. Also, das hätten sie wahrscheinlich besser hinkriegen können oder ja, früher in den Griff kriegen hätten müssen. Ja. Gut, ich verabschiede mich von diesem wunderschönen Spiel. Ich denke mal nicht, dass ich noch großartig Videos machen würde. Ich glaube, diese Endgeschichte ist jetzt schon wieder 1,5 Stunden. Ich denke mal, das werden 3 Videos werden. Lasst euch da überraschen. Ich sag, mal gucken, wie es weitergeht auf YouTube. Nächsten Monat, also wir haben jetzt September, nächsten Monat, Oktober, werden erst geile neue Spiele wie Destiny 2 und so rauskommen. Mal gucken, ob ich das zocken werde. Ich hätte Bock drauf. Ja, vielleicht sieht man sich da wieder. Vielleicht streame ich auch nur. Verfolgt einfach mal auf Twitch, SZG Gaming. Manchmal kommt auch ein paar Streams, manchmal, wenn gerade Lust ist, wenn gerade Zeit ist und so weiter. Ich habe ja noch einen Job und mein Urlaub ist jetzt auch vorbei. Okay, ich sage bis zum nächsten Mal. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare, auch wenn es nicht mit Mass Effect zu tun hat. Schreibt einfach was in die Kommentare, würde ich geil finden. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da und drückt auf die kleine Glocke, dann erfahrt ihr, ob ich auch mal irgendwann ein neues Video hochgeladen habe oder nicht. Ansonsten, Weltraumforscher verabschiedet sich. Und tschüss.